Hallo, hallo. Ich wollte euch heute einmal zeigen, wie dieses ganz, ganz tolle Muster gestrickt wird. Das ist eher für so ein Frühlings-Sommer-Socke. Sind so Löcher drin. Und wie das gestrickt wird, das möchte ich euch einmal zeigen. Ich habe schon mal so ein bisschen vorgearbeitet. Ich habe hier einen Rollrand gemacht. Geht über 10 Runden, einfach glatt rechts gestrickt und dadurch rollt sich das hier so ein. So, ihr müsst die ersten beiden Runden einfach rechts stricken. Das habe ich hier schon einmal gemacht. Die dritte Runde, also ich befinde mich jetzt in der dritten Runde, da werden wir die ersten beiden Maschen rechts zusammenstricken. Ich lege die Nadel einmal nach hinten. Das heißt, wir stechen hier einmal unten rein, holen uns den Faden und stricken den rechts ab. Dann nehmen wir einen Umschlag und stricken zwei Maschen rechts. Und das wiederholen wir jetzt wieder. Also die ersten beiden Maschen rechts zusammenstricken, einen Umschlag und zwei Maschen rechts. Nochmal zwei Maschen rechts zusammenstricken, einen Umschlag und zwei Maschen rechts. Und das macht ihr einmal die ganze Reihe rum. Und danach kommen noch mal wieder drei Runden glatt rechts rüber. So, ich habe jetzt meine drei Runden glatt rechts rüber gestrickt. Und jetzt müssen wir das Lochmuster versetzen. Das heißt, wir haben ja eben angefangen mit zwei Maschen rechts zusammen. Und jetzt stricken wir die ersten beiden Maschen rechts. Und jetzt zwei rechts zusammen. Und einen Umschlag. Und das Ganze wiederholen wir. Zwei Maschen rechts. Zwei Maschen rechts zusammen. Und einen Umschlag. Ich zeige euch das noch einmal. Zwei Maschen rechts. Zwei Maschen rechts zusammen. Und einen Umschlag. Und das wiederholt ihr wieder die ganze Runde. Und dann kommen wieder drei Runden glatt rechts rüber und dann fangt ihr wieder von vorne an. Ich habe hierfür für meine Socken diese 8 Runden viermal wiederholt. Und so hat man dann so eine Sneakersocke. Falls euch das zu schnell ging, ich werde euch die Anleitung unten in der Infobox einmal verlinken.